Hallo ihr Lieben, hinter mir befindet sich das überarbeitete Hügelbeet und ein Stückchen weiter, und darum soll es heute gehen, das nächste Hochbeet. Gehen wir mal hin. So sieht es jetzt gerade aus. Ich habe es hier hingestellt, wollte es eigentlich da lassen. Wenn ich mir aber die ganze Konstruktion anschaue hier, beziehungsweise den ganzen Bereich, würde ich einiges verschenken. Deswegen Fenster weg. Stützen weg, Ast werde ich absägen, habe ich entschieden. Und hier wartet schon was da rein kann. Hier gibt es ohne Ende Äpfel, die da reinfinden können. Laub und so weiter, Erde natürlich. Und das werde ich jetzt mal machen. Gut, erste Hürde wird genommen. Nun werde ich das abbauen und dann ein bisschen Platz machen. Musst du mir auf jeden Fall noch mal wehtun. Das gedacht, noch richtig gute Äpfel, die da drin liegen. Aber ein guter Schutz vor der Witterung. Ding steht jetzt am richtigen Fleck, viel näher am Baum, Platz gut genutzt. Und ja, die Palette hat unten noch Löcher, da muss ich zusehen, dass ich jetzt das unten so weit bedecke, dass die Erde nicht mehr durchrieseln kann. Dafür nehme ich Totholz oder auch was ich letztendlich jetzt hier zur Seite gekratzt habe, das landet dann auch alles drin. Das werde ich auch dann mit Erde, mit Laub, mit allem, was ich so finde und hier drin haben möchte, werde ich das vermengen. Leute, das riecht richtig schön kompostig, auch wenn man es nicht sieht. Da ist schon einiges am Verrotten. Ich freue mich, dass ich das noch in Hülle und Fülle in meinem Garten habe. Gut, die Äpfel sind größtenteils vorgehackt und jetzt hole ich wieder diesen Mix von hinten. Ja, jetzt musste ich das schöne Bild zerstören, denn mir ist irgendwann das Ding hier reingefallen. Zum Glück konnte ich über meine Videoaufnahmen verfolgen, was ich damit angestellt habe, von wo nach wo das hier drin gekommen ist. Und jetzt habe ich es glücklicherweise wiedergefunden. Hat mir gerade gefehlt, denn es sollen weiter Äste rein, bevor ich da noch mehr reinmache. Thank you.
Warum mache ich das? Ich möchte, dass um alles, was letztendlich unter der Pappe jetzt liegt, sich die Regenwürmer und andere Tiere drum kümmern. Kellerasseln etc. Das heißt, ich will auch dem Unkraut darunter keine Chance geben, irgendwie durchzukommen. Ich habe das ja mal im Beet ausprobiert, so im Freiland könnte man sagen. Aber das ist jetzt eine Zwischenschicht und da kommt jetzt weiter Erde, Nährstoffe und so weiter rauf. Also im Herbst vorbereiten fürs nächste Jahr. Bin gespannt, was hier nachher reinkommt. So sieht das Ganze jetzt aus. Gemixt aus Waldboden, Laub, kleine Ästchen und so noch und natürlich Erde. Ich weiß jetzt nicht, ob man sowas drin lassen kann. Sieht schon ziemlich rot aus, aber wer weiß, deswegen tschüss. Und ja, ich bin sehr zufrieden, das Ding ist jetzt randvoll. Ist ja davon auszugehen, dass das dann nach und nach wieder absackt. Mal gucken, ob ich im Frühjahr dann noch was da oben rauf packe. Ich denke schon. Wenn das aber ähnlich bleibt wie jetzt, dann kann ich da schon loslegen, so wie das jetzt ist. Am liebsten würde ich da noch eine Schubkarre Erde drauf machen, aber mir fehlt jetzt auch das Sieb, um das ordentlich auszusieben von Unkraut. Deswegen, ich lasse das jetzt so und lasse den Herbst mal ein bisschen arbeiten und den Winter. Und dann werden wir sehen, wie das Ganze im Frühjahr aussieht. Ich mache ja alles frei Schnauze und dazu gehört auch dieses hier. Einfach um auszuprobieren. Ich habe es mir jetzt ganz einfach gemacht, ob ich damit gut durchkomme oder ob das ein Fehler war. Das wird sich dann nachher zeigen. So in einem Jahr werde ich da schon genug Erfahrung gesammelt haben. Jetzt für heute bin ich super zufrieden, weil das Ding ist voll. Ich habe auch oben einen Teil abgenommen, das kriegt mein Vater zurück, der braucht das. Hat ein bisschen zu viel Kompost über. Bin fest davon überzeugt, Leben bringt Leben. Hier habe ich jede Menge Edelleben reingebracht. Und da wird auf jeden Fall nochmal was nachgekippt. Ich werde auch, ich habe ja zum Beispiel beim Tomatenbeet, ja, für 2018 habe ich ganz viel auch an Ziegelstein zermahlen und auch davon was reingebracht. Späne vom Segen und. Ist super aufgegangen. Ich habe es jetzt eigentlich nicht anders gemacht. Das mit den Ziegelsteinen fehlt noch, ja, aber ist jetzt gerade für den Moment noch nicht ganz so wichtig. Da ist genug drin. Das kann ich im Frühjahr nochmal nachgeben und gute Erde drauf und dann werde ich auch rundum zufrieden sein, sagt mir mein Gefühl. So mache ich das Ganze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, euer Lars. Ah, und ich packe die Äpfel hier noch mit ein.